Also, das ist no, so dumm. No King-Shaming. Es ist ja, ja voll okay, aber... Und wird's besser so, mit deinem Ellenbogen? Es geht immer bergauf hier. Das ist wie der Podcast. Das wird einfach immer nur besser. Immer besser mit der Zeit. Wir reifen. Merkt das gar nicht. Ne? Das also ist ja überall Writers Strike, falls du das mitbekommst. Bei uns nicht, unsere Redaktion, die ist bestens bezahlt. Winken mal kurz euch die Scheibe hier. Hallo, liebe Redaktion. Ah, guck doch mal, wie sie lächeln. Lieber Herr Ritter, hallo. Ja, deswegen, wir schreiben halt selber, weißt du, ich finde es eigentlich peinlich. Diese ganzen Late-Night-Show-Hosts, denkst du immer, ach, der Conan und wie sie alle heißen, die sind alle so witzig. Nee, da sind einfach 20.000 Leute im Hintergrund, die schreiben, Fritzchen geht zum Arzt und sagt, mein Schwanz tut weh. Sagt der Arzt, darf ich mal sehen. Banger, Alter. Es ist echt ein Irrtum, man denkt ja auch so Böhmermann und sowas, sind so Leute oder Stefan Raab, die übelst witzig wären und übelst die Superbrains sind, aber die ja nur Talent, Raab vielleicht weniger, aber Talent halt Sachen zu verkaufen und rüberzubringen. Ja, wo das halt gerade abgeschaltet. Wegen Raab. Der vergöttert den Mann. Habe ich auch gemacht, bevor ich mich intellektualisiert habe. Doch, ich fand ihn als Kind auch sehr witzig, hatte auch ganz viele CDs von dem und so. Und aber wenn du irgendwie erwachsen wirst und das was hinterfragst, was er so macht und wenn er sich so lustig macht, dann merkt man, er hat schon sehr auf sehr billige Weise Witze gemacht und immer auf die Kleinen draufgehauen. Ja, das ist nicht mehr mein Humor. Aber der Stefan Raab, der ist ja mittlerweile sehr viel mehr als nur das. Ja? Er ist mehr. Er ist auch Schlag den Raab und so, das ist ja ein ganz anderes Format. Keine Frage. Schlag den Raab war super, er war super immer... Sehr kämpferisch. Sehr kämpferisch in seinen Shows und so. Und das Beste an Raab ist immer, wenn er irgendwas macht bei so einem Schlag dem Raab-Scheiß, irgend so ein ganz kleines Drecksspiel und verkackt was und dann so, ha! Ja, genau, übelst ausrasten und sehr kleinlich auf die Regeln achtet, um ja gewinnen zu können. Ich dachte anfangs so, wie boah, die armen Teilnehmenden irgendwie das ja das Geld nicht kriegen und so. Aber es war ja erst so spannend, weil Raab halt so gut war und die halt nicht hat gewinnen lassen, sondern einfach knallhart gekämpft hat. Da war es eben viel krasser, wenn die anderen gewonnen haben. Und ich mag auch Raabs Musik immer noch, so Maschendrahtzaun. Im Prinzip sind es alles geile Songs, aber die Menschen haben eben auch gelitten unter ihm. Das darf man echt nicht vergessen. Deswegen finde ich ihn nicht mehr ganz so geil, wie ich ihn früher fand. Weißt du, manche Menschen verdienen es einfach zu leiden. Aber nicht Regine Zindler. Nicht Regine Zindler. Ach so. Vom Maschendrahtzaun. Die hat echt drunter gelitten. Hat sie auch Geld verdient damit. Aber hat die sich ihre Tränen getrocknet mit ihren Dollarnoten? Es ist ja nicht immer alles. Das ist immer so das Ding, irgendwie, ja, du bist halt von 30 Männern missbraucht worden, aber du hast ja auch Schmerzensgeld bekommen. Das hilft halt nicht. Also es ist halt irgendwie... Kommt drauf an, wie hoch das Geld ist. Dann wirst du mich vielleicht auch von 30 Männern missbrauchen lassen. Ja, freiwillig. Also manche machen es ja... Kann man freiwillig missbraucht werden? Klar, ist schwierig. Kannst du vielleicht darlegen, aber ich glaube... Also nichts gegen, also nichts Krasses gegen Raab, ja, er hat gute Sachen gemacht. Nichts gegen Missbrauch. Und auch nichts gegen die Fans von ihm und so, ich will niemanden das diskreditieren, ich finde halt ihn nicht mehr so toll, wie ich ihn früher fand, weil ich jetzt mich mit anderen Dingen befasse und ein bisschen sensibler und empathischer geworden bin. Hm. Und ich das cooler finde, wenn so Leute wie Böhmermann irgendwie halt nach oben treten, ganz doll. Das finde ich spannend, auch wenn er auch nicht lupenrein ist, der Böhmi, aber ich finde ihn immer noch cooler als Raab. Meine Meinung. Hm. Ich trete beim Sex immer nach oben, wenn die Frau drauf liegt auf mir. Warum auch nicht? Keine Ahnung, es musste jetzt raus. Hallo Leute übrigens, wir sind Tarantino und Rob Bin Laden. Ja, warum nicht? Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir begrüßen euch herzlich hier in unserer illustren Runde und wir möchten euch einlullen in ein kleines Portfolio an Nachrichten, was wir euch hier mitgebracht haben. Was ist die letzte Woche passiert? Was wird vielleicht die nächste Woche passieren. Ja, ja. Einen kleinen Vorausschaublick können wir ja auch mal wagen. In jedem Fall begrüßen wir euch und sprechen eine kleine Triggerwarnung aus, denn wir sind dumm. Ist so. Mal mehr, mal weniger, aber wir sind es. Wenn euch euer IQ lieb ist, schaltet jetzt ab. Und du hast es eben auch schon angesprochen, ja, der Writers Strike, der Autorenstreik in den USA nimmt größere Maßnahmen an, Ausmaße an, als man das so erwarten würde. Denn so Leute wie Jimmy Fallon und so weiter, das sind alles Leute, die Marionetten sind ihrer Redaktion. Mhm. Und die haben gerade kein Material, keine Gags. Denen fehlen die Witzebücher gerade. Die wissen nicht, was sie erzählen sollen. Und deswegen fallen Shows aus oder werden halt irgendwie gekürzt oder schlechter. Und selbst Stranger Things, Staffel 5, ist gerade unterbrochen worden aufgrund des Autorinnenstreiks.
Autorinnenstreiks. Motorradfahrer. Ich würde sagen, warum machen diese Late-Night-Show-Hosts nicht einfach mal Let's Plays? Das kann ja jeder. Als Kompensation, ich finde ja auch, eigentlich zeigt sich ja in Zeiten der Krise und der Schwäche, zeigt sich ja eigentlich, wie stark man sein kann, um es zu kompensieren. Wäre ich jetzt so ein Late-Night-Host wie Jimmy Fallon oder so, oder weiß ich nicht, wenn es noch alles gibt, Conan O'Brien und so. Colbert. Genau, wenn ich so einer wäre und ich wüsste, okay, ich habe keine Gags für die Woche, weil wir eine Autorinnen streiken, würde ich halt echt sowas machen wie eine Show mit Konzerten, einfach wie ich halt meine besten Songs performe, wie ich viele Gäste einlade, mache halt mehr Interviews und einfach... Deine besten Songs? Naja, wenn ich jetzt Jimmy Fallon wäre, der hat ja auch ein paar Songs gemacht, so, die er halt so singt und Sketches performt. Ich dachte, du machst jetzt schon Musik. Auf keinen Fall, kann ich überhaupt nicht. Aber weißt du, so ein Best-of irgendwie meiner coolsten satirischen Songs und Sketches, die ich so gemacht habe... Wäre ja eine Möglichkeit. Ja, also ich habe vorhin Conan als erstes erwähnt. Ich muss sagen, das ist für mich mit Abstand der beste von diesen ganzen amerikanischen Late-Night-Show-Hosts. Der macht mittlerweile auch keine Late-Night-Show mehr. Der macht jetzt auch so eine Art Podcast, Conan Needs a Friend und so. Ist das der mit der roten Tolle? Genau, ja. Das ist der. Und der ist mit Abstand der beste. Der ist halt auch, du merkst, dass der selber auch einfach witzig ist und spontan. Und die anderen halt ihre vorgeschriebenen Gags mehr haben, auf die sie sich verlassen müssen. Und der hat mit so vielen Leuten immer eine geile Chemie. Der hat mit Bill Burr so geile Interviews. Der hat mit Norm Macdonald übelst geile Interviews gehabt. Der hat nur geile Interviews gemacht. Ich habe auch einige gesehen von irgendwelchen so Scrubs-Schauspielerinnen und so, wie heißt sie denn? Sarah Chalk. Wo sie so darüber sprechen, wie sie Deutsch sprechen kann. Sarah Schalke quasi. Also finde ich, also ich habe ihn immer am meisten gefeiert von allen Late-Night-Hosts. Ja, das, was ich ganz, ganz schlimm fand, war sein Clueless-Gamer-Ding, wo er sich vor fremde Videospiele setzen lässt, die er nicht kennt und die dann halt versucht, schlecht zu machen. Das war auch noch okay, witzig. Aber im Rahmen dessen, was er so sonst macht, war das irgendwie... Das war halt auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil der hat das gemacht in einer Zeit, wo Spiele eigentlich schon mittlerweile in der Gesellschaft angekommen sind und es war dann immer noch so dieses, oh, guck mal, dieses neue Medium, das ist ja so blöd. Könnte ich auch machen wie er. Ich bin auch so ein richtiger Anti-Nerd, was Spiele angeht. Ja, ist richtig. Ich habe eine PS4 angeschlossen gestern, endlich geht es. Und ich habe Wrestling gezockt, es ist auf diesem Fernseher übelst nice und so cool. Und ich bin jetzt auch ein Gamer geworden wieder. Ich wollte es gerade sagen, jetzt wirst du richtig versuchtelt wirst du, würde Oma Inge sagen. Erst verschwuchtelt in meiner Pubertät und jetzt bin ich auch noch versuchtelt. Ich wollte verzuchtelt sagen. Nee, Oma Inge kann das irgendwie nicht aussprechen. Die sagt dann auch, juxelste wieder oder was? Ah. Juxelste. Wir hatten auch so einen Nachbarn, der hat immer gesagt, zu Trickfilm gucken, Trigger gucken. Triggerwarnung. Das war bestimmt ein richtig cooler Typ. Ich kann nicht einen Trigger drauf machen. Trigger, Alter! Nee, der war so ein richtiger Uwe. Der hatte so ein Schnauzbart und war Staubsaugervertreter. Das ist wie wenn deutsche Leute zu Filmen Flick sagen, Alter. Dann könnte ich die Bäuchlings meucheln und die Kniescheiben rauslatschen. Sick Flick ist ja so ein Begriff. Ne? Irgendwie sind so schlechte Filme, so schlechte Produktionen. Ja. Das weiß ich durch einen Lodi-Song. Der echt tolle Sick Flick von denen. Das ist ein echter Banger. Der kann nicht den Begriff. Aber dass er auch im Deutschen benutzt wird, wusste ich gar nicht. Naja, von so Filmnerds oder die welche sein wollen oder irgendwelche... Spackos, sagen wir es mal so. So wie David Hein, meinst du? Nee, der sagt nicht Flick. Der sagt Film, wie sich das gehört. Ich habe gerade auf dem Weg noch ein Brötchen gegessen. Ich bin jetzt völlig... habe irgendwas im Hals. Und ich habe gesehen, wie David Hein den Manta Manta Film zerstört hat von Til Schweiger. Das fand ich richtig gut. Einer seiner erfolgreichsten Videos, warum auch immer. Also irgendwie war der Bedarf da, diesen Film zu zerranten. Ja, also das, sich aber auch mit Recht. Hat halt auch keiner drauf gewartet auf diesen Film. Hm. Und Til Schweiger sieht halt auch echt im Trailer schon richtig übel aus, ne? Der ist halt ein Alkoholiker, das ist doch klar. Also, ist das so? Davon geht man schon aus. Okay. Der ist ja ans Set gekommen, irgendwie ständig betrunken und so, ist vom Set geflogen, als irgendwie welche Produktionsfirmen, Fördergeldgeber irgendwie kommen wollten ans Set, haben sie ihn vom Set verwiesen, damit die halt nicht sehen, dass er halt da rumlallt und so weiter und rumschreit. Ist echt abgestürzt, der Till. Obwohl er, glaube ich, noch nie so ein richtig geiler Typ war, aber ich mochte ihn immer in Traumschiff Surprise. Da fand ich ihn in seiner Rolle sehr witzig. Als ja, Rock. Da ist er, ja, weißt du, warum er da gut ist? Weil er da eher der Straight Man ist. Also jede gute Comedy oder jedes Comedy-Sketch braucht einen Straight Man, der da so quasi gegen die Weirdness der anderen ein Ruhepol ist. Und da funktioniert er halt sehr gut. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber, das ist ein Klassiker. Das liegt halt weniger an ihm, glaube ich. Stell dir mal vor, jetzt, wir würden von irgendeinem Streamingdienst
Also wir zwei würden jetzt ein Angebot bekommen, Brennpunkt wird ein Spotify Original oder so, oder mal zum Prime, keine Ahnung. Und würden sagen, hier, ihr kriegt das Geld für euren Podcast, das dürft nur noch bei uns laufen. Fuck, mein Hals, Alter. Und ihr kriegt jetzt aber auch eine Redaktion an die Hand, die euch Gags schreiben. Würdest du es machen? Also man kann ja immer noch sagen, ich mach's und hört dann auf. Also gut, je nachdem wie der Knebelvertrag ist, probieren ja, aber Gags, geschriebene Gags, das ist ja richtig scheiße einfach nur. Also nicht ich nur kann du mir das wirklich nicht vorstellen. Also klar kommt da noch was dazu, du brauchst ja auch Delivery, das ist, ne, also nicht jeder kann Gags gleich deliveren. Ich habe vorhin Norm Macdonald angeschrieben, angesprochen, angeschrieben habe ich den nicht, der ist leider tot. Die DMs geslidet. Ja, und der hat halt so beschissene Gags, ja, kein anderer Mensch könnte die deliveren, aber der macht das so geil, der hat halt immer so ein schelmisches Grinsen dabei und so, kann man sich mal gönnen. Aber ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und deswegen ist das für mich nicht gleich nichts, wenn du fremde Gags vorträgst. Aber es ist halt trotzdem scheiße. Es ist rag, ich würde es nicht machen. Otto Walkes macht das ja schon seit er auf der Bühne steht. Der hat kaum Gags selbst geschrieben oder kaum Songs selbst geschrieben. Das wissen die wenigsten, dass es so ist. Das macht ihn dann noch beschissener. Also ich muss sagen, ja gut, er ist halt sehr wiederholend, dass er immer dieselben Witze macht. Ich dachte, die hat er wenigstens selbst geschrieben. Aber nein, der schreibt nichts, also fast nichts selber. Er ist halt einfach nur ein guter Deliverer irgendwie und ist witzig und unterhaltsam. Da würde ich auch I beg to differ sagen. Also der hat halt diesen Entertainer-Faktor auf jeden Fall, ja. Er ist sehr schnell und sehr, ja. Und ist halt albern. Aber ich finde seine Gag-Delivery von allem, was ich bis jetzt von ihm präsent habe, eher nicht so gut. Also ich habe... Ich bin auch... Die ganze Zeit so, das ist doch dumm. Ist er ist halt sehr albern, das ist halt sein Ding irgendwie. Er ist halt, würde ich sagen, das ist doch kein Witz, Alter. Hallo Echo, hallo Otto. Naja, aber man muss schon sagen, er ist doch eigentlich der deutsche Comedian. Leider ja. Aber das ist im Prinzip ist das wie Phipps Asmussen, der irgendwie aus der Gagling Gun abfeuert, ja. 1000 Gags und einer wird schon zum Lustigsein anregen. Ja. Aber bei Otto sind es halt nur irgendwelche Störgeräusche. Ja, nicht nur. Er hat ja auch durchaus schon Sporten gehabt. Englisch for Runaways. So funny. Ich fand ich riesig. Naja. Seine wie heißt das hier? Hänsel und Gretel Songs. Großartig. Ja, aber das waren auch nur irgendwie Cover von anderen Songs. Die er umgeschrieben hat halt, ne? Und dann wollten immer noch mehr die Zuschauer so. Und dann hat er die umgeschrieben oder sein Ghostwriter? Soweit ich weiß, die Ghostwriter. Mhm. Auf Spotify gibt es ja auch Songs von Otto und wenn du da guckst bei Mitwirkende Anzeigen, da stehen immer andere Namen außer Otto. Auch bei Arschgesicht, mein Lieblingssong von ihm, hat er auch nicht selbst geschrieben. Naja gut, wenn da steht Mitwirkende, wäre es auch Autoren. Komisch, wenn da Otto stehen würde. Nee, also Interpret Otto und dann halt die Autorinnen. Okay. Und da müsste auch er drinnen stehen, aber tut er nicht. Das sind andere Namen. Ich kann mal ganz kurz hier live gucken. Schweinehund. Ich kann euch schon mal verraten, ich habe schon einen Spotify-Playlist-Song. Der habe ich auch schon eingefügt. Von quasi. Otto? Nee, nicht von Otto. Warte, Otto Walkes und zwar Arschgesicht. Das ist mein Lieblingssong von ihm. Das ist von Toto Africa. Spielt den jetzt lieber nur 5 Sekunden ab. Nee, gar nicht. Okay. Mitwirkende Autoren, Huck Interpret, Otto Walkes, dann Bernd Eilert, David Peich und Jeff Pucaro. Gut, das sind wahrscheinlich auch die von Toto. Auch noch Ausländer. Nee, sind ja von dem Africa-Song halt, ne, die Autoren. Aber Bernd Eilert ist eben der Texter, der es umgeschrieben hat. Rüssel Records. Mhm. Also Otto schreibt die halt echt nicht selbst, leider. Schwein. Jetzt habe ich vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte gerade. Aber es ist ja auch viel Musik. Auch Elvis Presley hat keinen Song selbst geschrieben zum Beispiel. War halt ein guter Entertainer und Sänger. Elvis Presley war quasi die erste Boyband. Nur, dass er halt nur einer war. Vielleicht, gerne. Die schreiben, obwohl As Five haben ihre zum Teil selber geschrieben. Hier, Jay Khan. Jetzt habe ich wieder ein Wespennest gestochen. Ist so. Ne? Jetzt kommt Tino wieder mit seinem Boyband-Expertisen-Geschwafel. Ich habe wieder Caught in the Act für mich entdeckt die Woche. Kennst du Caught in the Act? Ja, das sind. Ja, na, vor allem war ich da doch dabei, als du das entdeckt hast. Stimmt. Stimmt, da waren wir am Theaterplatz. Stimmt. Ja. Da habe ich das Mio gezeigt und seitdem hören wir den Song rauf und runter. Ich habe schon wieder vergessen, was dieser Song war. Aber Love is everywhere. Ich hatte halt direkt einen Ohrwurm von dieser Scheiße, Alter. Ja, die können es halt. Und Last Five jedenfalls hatten auch in der Band Menschen, die mitgeschrieben haben an den Songs. Hm. Eine deutsche Band, Asphalt, sollte man machen. Von mir, witzig, Asphalt. Hm. Das ist voll gut eigentlich. Ich wollte doch eh mal eine Boyband gründen. Und das sind dann aber nur so Hartz-IV-Johnnies mit Bauarbeiter-Dekolleté und Bierflasche. Ich wollte doch eh eine Band gründen mit dir und Imp und weiß nicht, wer es noch war.
Asphalt, finde ich gut. Aber dann US quasi, As, ja, ja, dann Falt. Ja. Gut, finde ich gut, merken wir uns. Gut. Auf Spotify demnächst, Asphalt. Hören Sie rein. Was wir uns auch merken, ist der Metacritic-Score von Zelda Tears of the Kingdom. Dino, dann kam raus gestern. Du bist ja Gamer jetzt, habe ich gehört. Du kannst uns da natürlich eine beste Einordnung machen. Was ist denn der aktuelle Metacritic-Score von dem neuen Zelda-Spiel? Zeltas prickelt ja auch im Hals, wenn man es trinkt. Das ist der große Vorteil. Aber tatsächlich habe ich das Mio so ein Geburtstag geschenkt vor ein paar Tagen. Oha. Und es ist ja Teil 2 von Breath of the Wild. Und baut drauf auf, hat dieselben Sounds auch und dieselbe Welt. Das spielt ja aber 100 lazy. Jahre. Spielt aber 100 Jahre vor dem Ereignis von Breath of the Wild, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Oder jeweils vor dem großen Krieg da. Weißt du, was das Geilste an dem Spiel ist? Du kannst durch Wände gehen, also so. Auch, aber Herodes hört gerade zu und der kann das noch nicht spielen, weil der Dienstag erst Abgabe von seiner Arbeit hat. Ah. Und danach kann das erst spielen. Zapperlot noch. Aber eins. Es lohnt sich. Also muss man sagen, wir hatten halt, soll delivered werden irgendwie am Veröffentlichungstag und es kam aber echt erst so ganz kurz, bevor halt ein paar Gäste gekommen sind. Da konnten wir echt nur so eine Stunde anzocken, aber es war echt cool. Ja, also es ist natürlich ein absolutes Everybody's Darling-Spiel bei der Presse. So viele 10 von 10 Wertungen. Presse wird wild. Also, das ist jetzt gerade aktuell bei 96 von 100 möglichen Punkten. Da kommen alle wieder an und sagen, oh, das ist so geil. Aber nach so kurzer Zeit schon, echt? Ja, naja, die offiziellen Reviewer, die dürfen das ja vorher schon spielen. Ach so. Außer es gibt ein großes Embargo, das ist aber immer ein schlechtes Zeichen. Wenn die Publisher sagen, du darfst deine Wertung erst veröffentlichen, wenn das Spiel raus ist, ist immer ein schlechtes Zeichen. Weil dann wissen sie schon, okay, die Wertung wird wahrscheinlich nicht so gut sein. Mhm. Aber die Wertungen hier sind sehr gut und die kamen auch vorher schon raus und alle freuen sich. Ich bin immer noch ein bisschen abgeschreckt von dem Grafikstil. Früher oder später zocke ich bestimmt in eins der beiden Spiele mal rein. Ich finde das ja ganz nice, dass sie, die haben jetzt quasi so ein Baukastensystem draus gemacht. Es gibt so eine Mechanik im Spiel, die du Dinge einfach aneinander kleben kannst und die dann quasi zu neuen Gegenständen werden. So Brücken zum Beispiel aus ganz langen so Holzteilen. Ja. So. Ja. Das ist halt, das finde ich halt geil, weil das ist entstanden aus, naja, fast einer Art Glitch im Vorgängerspiel, wo du gegen den Willen der Entwickler eigentlich Dinge verwenden konntest, so wie sie nicht geplant waren, sodass du dir da auch schon irgendwie sowas wie Raketen bauen konntest. Und das haben die jetzt embraced, was die Community gemacht hat, haben gesagt, gut, okay, dann nehmen wir das und machen das zu einer festen Mechanik. Das finde ich sehr, sehr geil. Dem entgegen war zum Beispiel damals bei Skate 2, was der große Appeal für alle Leute waren die Glitches, die du halt abusen konntest, immer wieder zu machen. Ne? Mhm. Also irgendein Glitch, dass du 100 Meter hochfliegst. Ja? So. Das haben die dann aber im Nachfolgeteil alles rausgepatcht und jedes Mal, wenn ein neuer gefunden wurde in dem neuen Teil, haben die den direkt wieder rausgepatcht. Und das finde ich scheiße. Und deswegen da muss ich Nintendo an dieser Stelle loben, auch wenn Nintendo sonst sich die letzten Jahrzehnte nicht mit Ruhm bekleckert hat. Das weiß ich nicht. Na, die sind sehr, sehr rigoros mit Content und Copyright Strikes und sowas und nicht so geil. Ach stimmt, ja, man darf ja auch dann ihre Songs nicht verwenden bei Twitch oder so, ne? Muss man so ein bisschen aufpassen. Aber nicht so schlimm wie Wizards of the Coast, das ist jetzt auch schon wieder 3 Wochen her, aber ich will es mal kurz erwähnen, weil es passt. Wizard, beziehungsweise Hasbro, was drüber steht, Hasbro kennst du? Hasbro kenne ich. Wizard of the Coast ist der Verein, der Magic the Gathering macht und da wurden vor 3 Wochen wieder Karten geleakt vom neuen Set. Das passiert eigentlich jedes Set. Und diesmal haben sie die fucking Pinkertons engagiert. Und ich dachte bis zu dem Zeitpunkt... Wow, echt? Die Pinkertons? Ja, pass auf. Wow. Ich dachte bis jetzt, die Pinkertons sind ein fiktionales Element in Red Dead Redemption 2. Mhm. Aber die gab es wirklich. Und die wurden damals engagiert, um Streiks zu brechen. Also irgendwelche Arbeiter, die gestreikt haben. Mhm. Da hat dann die Firma diese Pinkertons engagiert, ist da hinten und dann wurden die Arbeiter verprügelt, dass die wieder arbeiten und so Geschichten. So ist richtig. Das ist so hart und die gibt es halt bis heute noch. Mhm. Und die wurden engagiert, die spezialisieren sich halt auf Einschüchtern. Mhm. Und die wurden engagiert, um bei irgendeinem 20-jährigen Typ, der Karten geleakt hat, vor der Haustür zu stehen und den einzuschüchtern. Das ist so lächerlich. Naja gut, so schlimm ist Nintendo zum Glück nicht ganz. Aber die Bahn auch nicht, ne? Die auch gerade streikt. Ja. Die haben sowas, glaube ich, nicht, solche komischen Prügelknaben. Aber die streiken jetzt auch schon. Also ich verfolge immer Marc Benecke, seinen Feed irgendwie bei Facebook und Instagram. Und der ist immer total irgendwie
gut drauf, wenn er der fährt ja nie Auto, fährt ja immer nur alles mit der Bahn, seinen ganzen Termin ab. Der ist immer so voll gechillt, ja, doch schon, jetzt einen Tag früher, Streik, ist halt so und ich wünsche den Streikenden viel Erfolg. Meine Schuhe verfolgen auch meine Feet. Ja. Es tut mir leid, es sind einfach. Ich glaube, ich habe wirklich ADHS oder sowas, weil das Wort. Du kannst sofort weiter über Marc Benecke reden. Deutsche Marc Benecke. Ich habe von Rosi so einen Post gesehen über Instagram. Ey, ADHS-Leute, die irgendwie und so. Ich weiß nicht genau, wie es war, ist auch scheißegal. Ich habe manchmal diesen Urge einfach. Ich merke körperlichen Schmerz, wenn ich das nicht rauslasse. Ich stand neulich an der Kasse von McGuides. Und dann, weil wo soll ich sonst einkaufen? Ja. und da hat der Typ an der Kasse mit der anderen Frau, die da auch arbeitet, geredet, hat gesagt, ja, nächste Woche, da bin ich nicht da, da ist Vertretung da von Tim und... Struppi. Ja, genau das. Und ich stand da, ich musste es sagen, weil diese kurze Pause war. Ich musste es einfach sagen. Ich habe es wirklich körperlich gespürt. Und ich war in dem Modus, ja, ich habe aufs Handy geguckt und so. Ich wollte gerade gar nicht mit Leuten reden. Es war immer nur so, Struppi! Wirklich. Die Sekunde war zu lang. Ja, ADH-Gag, doch. Und ich immer so vor so eine Szene, wie du an der Kasse stehst und das versuchst du unterdrücken, weißt du, und die sagen, ja, Tim, und du so, und dir so voll an die Niere hältst, so, ja. Das geht nicht anders. Die Niere ist das Lachorgan. Das Lachgetriebe, haben wir ja gelernt bei SpongeBob, ne? Ja. Wenn das kaputt war. Aber es kann sein, ich glaube, sobald man irgendwie YouTube macht, Twitch macht, Schauspieler ist, auf der Bühne steht, hast du auch Podcast machst, bist du automatisch so ein bisschen ADHS. Ich hoff's. Also muss so dass sein. Dass das nicht von Geburt ist, sondern dass das antrainiert ist. Ich bin's privat halt gar nicht. Ich meine, du kennst mich ja auch privat so ein bisschen. Ja, da ist Tino immer so ein trauriger Geselle, ey. Der macht keinen Gag, weißt du. Der sagt die ganze Zeit nur immer, die Welt ist schlecht. Trauriger Clown, ja. Nee, das meine ich gar nicht, aber ich bin so... Auf irgendwelchen Geburtstagspartys bin ich doch eher zurückhaltend, wenn die Unterhaltung gut läuft. Ich bin halt, glaube ich, eher so nach vorne, wenn ich merke, es ist gerade peinliche Stille, dann muss ich die irgendwie wieder austrippeln und unterhalte alle Leute. Aber wenn auf Partys laute Musik läuft, kann ich mich schon nicht unterhalten, weil ich das hasse, wenn Musik läuft und ich muss mich unterhalten. Und wenn es gerade still ist. Aber wenn es laut ist und die Unterhaltung läuft, bin ich still und sag gar nichts. Moment, mochtest du das nicht bei bestimmten Abenden, wenn das 20. Mal irgend so ein usbekistanischer Song da abgespielt wird? Welchen meinst du? Ich war wahrscheinlich nicht Usbekistan, aber egal. Lass uns an diesem. Wir waren bei ihm öfter mal zu Besuch. Ja. Und der hat immer so 20 Mal diesen einen Song. Ja, das fand ich furchtbar. Das habe ich echt gehasst. Also ich liebe ja Imp, ja, aber wenn man bei ihm ist, da hast du eigentlich hast du nie Ruhe. Das ist immer laut und irgendwelche, Was war denn das? Das war nicht Usbekistan, aber es war irgendein Shithole-Country. Ja, so rumänische Country-Musik oder sowas. Und die übelst laut ist und total furchtbar. Und da kann man sich nicht unterhalten. Da bin ich auch immer eher ruhig gewesen, weil da konnte ich nicht drüber reden. Grüße gehen raus an Imp. Ja, ja, wir lieben ihn. Ist bestimmt ein geiler Song, aber irgendwann ist halt auch einmal zu viel. Ist auf Dauerschleife vor allem, ja. Aber dafür lieben wir ihn ja auch. Ja. Genau. Also lieber gebt mir ein Yeah auf Dauerschleife. Ist so. Und ich habe auch letztens einen Autismus-Test mal wieder gemacht. Also so einen, nicht so einen richtigen, aber einen, der halt schon so eine Tendenz liefern kann. Und ich bin immer so im Mittelwert. Also ich bin nicht gar nicht, auch nicht sehr, aber ich bin immer so Mittelwert. Und mir fallen bei den Fragen erst mal Sachen an mir auf, die echt autistisch sind, die ich nicht gemerkt habe. Ich will jetzt nicht sagen, irgendwie ich bin Autist oder habe irgendwelche Züge irgendwie und ich brauche eine Diagnose. Aber man merkt anhand solcher Tests schon, dass in ganz vielen Menschen ein gewisser Autismus steckt. Und bei mir ist es aber zum Glück nicht irgendwie jetzt belastend oder dass es mich einschränkt. Aber manche ja schon. Ich kenne ja auch meinen Freundeskreis Menschen, die autistisch sind. Und denen fällt es schon manchmal echt schwer, irgendwie unter Menschen zu sein und auch unter ihren Ticks leiden, die ganz doll. Ist bei mir echt weniger der Fall, zum Glück. Na gut, um vielleicht deinen Autismus ein bisschen herauszutriggern, werde ich jetzt versuchen, ein kleines Quiz mit dir zu machen, weil du magst das ja so sehr. Der Hilton Hotel Manager Paris wurde, Hilton, ja. Nicht ihr Vater, sondern der Hotel Manager, nicht der Besitzer der Kette. Der wurde verhaftet, weil er nachts einen Gast geweckt hat, auf eine bestimmte Art und Weise. Mit seinem Pimmel? Hat er ihn an den Pimmel gegrabt, am Ohr geleckt, ins Gesicht gefurzt oder am Zeh gelutscht? Ans Segelutsch, glaube ich. Das fände ich am witzigsten. Du bist sehr gut. Ja.
Der Hilton Hotel Manager ist nachts in das Hotelzimmer von einem random Gast rein und hat diesem am Zeh gelutscht. Also, das ist no, so dumm. No King-Shaming. Es ist ja, ja voll okay, aber warum eine fremde Person? Was erwartet denn der Hotelmanager für eine Konsequenz? Denkt er, oh, ich habe so noch 5 Minuten kurz Zeit, ich Feierabend habe, geh mal ganz kurz zu random Raum, lutsch am großen Zeh von irgendeinem Gast und geh raus und alles ist in Ordnung und ich mach Feierabend. Der hat vermutlich gedacht, dass der einfach dabei nicht aufwacht. Der hat ihn bestimmt gesehen, hat gesagt, oh, der ist ja so hübsch, das ist so ein Geiler und ich bin Hotelmanager, ich habe ja eh einen Schlüssel für alles. Der ist Sushi. Das ist Sushi. Ja, und hat halt nicht damit gerechnet, dass der Kollege aufwacht. Und dann kann man ja sagen, ist ja dein Gefühl, ne, Herr Rodes? Oh, das ist ja echt gruselig. Also ja. Ich meine, ich habe eh nicht gerne in Hotels, weil ich immer nicht weiß, wie viele darin schon gestorben sind oder da irgendwie eingekackt haben oder so. Aber welche Hotelmanager in dein Zimmer kommen, die Zehen lecken, es kam vielleicht auch nicht schon, lecken, lutschen. Es kam vielleicht schon öfter vor, weißt du? Das wird nicht sein erstes Mal gewesen sein wahrscheinlich und ist vermutlich zum ersten Mal nicht aufgeflogen. Ja. Also wenn ihr wie in einem Hilton-Hotel überlacht und wacht mit einem nassen großen Zeh auf, ihr wisst, woran es lag. Ja. Naja gut, kommen wir mal zu den großen Nachrichten, ja? Ich fand die jetzt sehr groß, die Nachricht. Naja, die war schon witzig auf jeden Fall, aber groß nicht unbedingt. Es gab einen YouTuber. Der hat im Jahre 2021, ich glaube, wir haben nicht darüber berichtet, aber ich habe viel mit Kalle drüber gesprochen damals, einen Flugzeugabsturz inszeniert. Der ist so losgeflogen, hatte zufälligerweise an jedem Scheißwinkel von seinem, also nicht, keine Boeing, ne? So ein Privatflugzeug, so ein Segelflieger mit einem Rotor vorne dran. Aber trotzdem. Der hatte überall GoPros dran und ist so losgeflogen und dann so, oh nein, die Engine ist kaputt. Ja, und oh, ich muss notlanden, ich muss rausspringen mit dem Fallschirm und so. Und ganz viele Leute haben damals gesagt, also so Flugexperten haben gesagt, ah, das stimmt da nicht, das kommt nicht hin, das ist garantiert gefaked. Und dann hieß es erst von seiner Fan-Community, ey, seid ihr bescheuert, ey, lasst den in Ruhe, das ist ja übelst, der hat gerade so überlebt und jetzt müsst ihr da noch draufhauen. Stellt sich raus, es war gefaked. Und jetzt ist der Prozess gewesen, er hat guilty gepleadet, ja. Warum ist das illegal, wenn du vor der Kamera antäuschst, dass du stirbst? Das ist nicht, also das Flugzeug ist dann abgestürzt und das kann ja irgendjemanden treffen. Ach so, der hat einen Absturz inszeniert. Ach, ich dachte, das ist dann irgendwie abgebrochen, die Aufnahme. So, oh, ich muss kurz landen. Nee, der ist aus dem Flugzeug rausgesprungen, Fallschirm, das Flugzeug ist gecrashed. Ach, das ist ja scheiße. So, und der kann jetzt bis zu 20 Jahre Gefängnis kriegt jetzt dieser YouTuber für sein scheiß Fake-Video. Und wie konnten sie nachweisen, dass es Fake ist? Also haben die das geguckt, was er so alles gedrückt hat und so? Die haben das analysiert und außerdem hat er mittlerweile auch ein Geständnis abgegeben. Der hat dann auch noch, also das Flugzeug lag da eine Weile rum, also der hat es halt auch nicht entsorgt irgendwie und hat dann, als die Polizei auf dieses Ding aufmerksam geworden ist, ist der hin und hat das quasi da auseinandergenommen, um Beweise zu vernichten noch. Ja, Blackbox vielleicht sowas, ne? So. Und ja, also was just a prank, solche bro. Leute, ey. Ich meine, dass man irgendwie faked, um irgendwie cool zu sein, verstehe ich, aber ernsthaft in einem Flugzeug zu sitzen, dein Leben doch zu riskieren, weil es ist ja trotzdem Risiko, da rauszuspringen. Ja. Und was denkt der, wo das abstürzen könnte? Also ich raff das nicht. Dann lieber irgendwelchen fremden Leuten Zeh lutschen im Hotel, aber der kriegt wahrscheinlich keine 20 Jahre dafür. Wahrscheinlich nicht, vielleicht nur ein Jahr oder so. Ich guck mal, ob ich hier das Wort Flugzeug irgendwo finde. Nee. Das würde ich mal ganz kurz googeln, ich will wissen, was das für ein Dude ist. Weißt du, wie der heißt? Nee, ne? Warte, also kann ich rausfinden, aber Fliegerabsturz. Wie gesagt, der Fall ist halt schon 2 Jahre her. Jetzt ist, wie es halt ist, ne? Die langsamen Mühlen. Trevor Jacob. Trevor Jacob, hier siehst du auch das Video. Und da, die Leute haben das auch analysiert, dass irgendwie die Tür schon vorher auf war, bevor er so rausgesprungen ist und so. Und ja, da unten kann halt, entweder ist es Naturschutzgebiet, weißt du, wo du irgendwie einen Hasen erschlägst oder da sind Menschen, die du vielleicht totfliegst damit. Das ist einfach sehr, sehr fahrlässig. Ja. Das ist auch ein teures Flugzeug gewesen und das ist eh so ein urreicher YouTuber. Weiß ich nicht. Aber wo wir gerade bei witzigen, kleinen, viralen Clips sind. Es gab noch einen anderen und zwar Juice Control Everything. The Good Liars. Das hast du vielleicht schon mal mitgekriegt. Das ist auch so ein YouTube-Ding. Nee. Unter anderem.
Und die sind interviewmäßig mal wieder unterwegs gewesen und da ist so ein protestierender Amerikaner, der sagt, die Juden kontrollieren alles, die kontrollieren alles. Und der Interviewpartner sagt so, wie jetzt, was jetzt? Naja, die kontrollieren alle Gebäude, in New York gibt es kein Haus, was nicht von einem Juden ist, die kontrollieren hier alles. Und dann kommt eine dritte Person dazu und sagt, geh jetzt hier weg, ich bin ein Jude, ich befehle dir jetzt. Doch, hab ich gesehen, ich folge dir bei Instagram sogar, den beiden, stimmt, die sind echt witzig. Nice, ja, und dann geht er halt wirklich weg. Es ist total das war der Beweis. Also es stimmt. Gibt keinen Grund dafür, dass er weggehen müsste, er darf da sein, aber er macht halt einfach, oh, fuck you. Selber schuld. Das ist richtig viral gegangen, das war richtig gut. Die führen ganz gerne so rechte Politiker irgendwie vor oder so Anhänger vor. Es war auch so, dass jemand irgendwie sagt, er wählt Trump irgendwie, weil er Frauen respektiert und hat dann irgendwie so ein Shirt an mit Clinton, sag mal dick und so. Und das fand ich halt, ja, was kriegst du da für ein T-Shirt? Ja, Hillary Clinton ist ja keine Frau, die ist ja ein Echsenmensch. Stimmt. Das geht dann wieder. Und ich muss ja auch sagen, das haben wir auch sicherlich ein paar Mal hier angesprochen, ich finde es ja irgendwie noch verständlich, dass man sowas glaubt. Ja, dass man irgendwie glaubt, es gibt Echsenmenschen, es gibt Chemtrails. Das ist ja nochmal eine Schiene. Aber es gibt ja echt Menschen, die faken das ja bewusst. Hm. Ich habe letztens einen Ausschnitt gesehen von Caroline Kebekus, wie sie auch angeblich solche Echsenaugen haben, so wird reingefotoshoppt. Aber das siehst du im echten YouTube-Video einfach nicht. Ja. Das heißt, es gibt Menschen, die es entweder gezielt einfach streuen, um andere das glauben zu lassen, um sie zu trollen, oder die sind so krass in diesem Universum drin und wollen andere davon überzeugen, dass sie aus Verzweiflung das faken, damit es mehr glauben. Aber also es gibt diese Augenmomente auch ohne, dass es fake ist. Das liegt halt daran, dass so ein Video auch bei Dekodierung, dass das so Pixelfehler kriegen kann. Klar, das ist. Und dieses klar. Augending ist halt so ein beliebtes, es gibt genau so einen anderen Glitch, das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, wo so zwei Bilder so ineinander überfaden, so ganz eklig, so verzerrt. Ja. Das passiert halt auch öfter mal, wenn Videos irgendwie öfter umgewandelt, runtergeladen, wieder hochgeladen werden, dann passiert das halt. Aber das hat halt nichts damit zu tun, dass das Echsenmenschen sind. Das ist einfach ein technisches Problem. Das Ding ist ja auch, laut den verschwörungstheoretischen Menschen, dass Reptiloiden dürfen nicht lügen, dass sie keine Reptiloiden sind. Das heißt, sie müssen das zugeben, wenn sie gefragt werden. Deswegen gibt es immer so Interviews auch teilweise von Leuten, denen das vorgeworfen wird und dann sagen die, nein, ich bin es nicht. Trotzdem glauben die denen dann nicht. Also die werfen ihre eigenen Regeln über Bord. Das ist unglaublich lustig. Und auch wenn sie sich gegenseitig vorwerfen, irgendwie Teil des Systems zu sein, wie hier Schiffmann und Hildmann und so, die sich alle gegenseitig vorwerfen, Teil der Regierung zu sein und nur Faker wären. Echt funny. Ja. Oder Flat Earthers, die glauben, dass es Australien nicht gibt. Und australische Flat Earthers so, hallo, doch, uns gibt's wirklich. Finde ich halt mega witzig. Sich gegenseitig so irgendwie Sachen zuzuschieben. Bin schon wieder bei Flat und Earth und habe überlegt, ob da was zu holen ist. Also wenn man eine Wohnung unter Tage hat, ob das dann ein Earth-Flat ist. Aber egal, es ist... Ich hatte mal eine Idee für eine Karikatur von einem verschwörungstheoretischen Arzt, der eine schwangere Frau quasi vor sich hat und der Arzt sagt nur zu der Frau, der hat so eine Kugel irgendwie am Bauch und er sagt so, ihr Bauch ist flach. Macht irgendwie so lalalala. I see, doch. Ist aber vielleicht ein bisschen, ist noch eine Ebene zu wenig. Ist ein Gag. Was auch witzig ist, aber kein Gag, ist, was eine Influencerin in Spanien gegessen hat. Die hat nämlich ihre Spaghetti Bolognese ein wenig verfeinert. Mhm. Ich habe kein Rätsel vorbereitet, aber was könnte sie denn dort reingemacht haben? Plazenta. Es geht in eine richtige Richtung. Ihre Periode. Influencerin isst Spaghetti Bolognese mit ihrem eigenen Knorpel. Sie hatte nämlich eine kleine Operation, ähnlich wie ich. Auslöser der Aktion war eine Knieoperation des Models. Ihr wurde ein Teil des Meniskus entfernt. So, und das hat sie mit nach Hause genommen, hat dann das in ihre Spaghetti Bolognese gemacht, hat das gegessen. Und das hat mir Außenreporter Wachsel berichtet. In Spanien, da wissen sie noch, wie man isst. Also ich kenne mich damit zu wenig aus. Aber vielleicht ist es da irgendwas Leckeres oder was Gutes drin, was dem Menschen gut tun könnte. Ich will den Knorpel essen. Er gehört mir und ich muss ihn wieder in meinen Körper einsetzen. Er wird auch dann verdaut. Also ich weiß nicht. Das ist dann nicht die Argumentation, die ich erwarten würde. Das Netz tobt. Paula Gonu hat Kannibalismus praktiziert, ärgert sich ein Internetbenutzer. Eine weitere Schlagzeile, die Reichen essen Meniskus. Das ist alles total albern. Also darfst du nur fremde Menschen nicht essen, ne? Aber ich glaube, so eigene Sachen darfst du bestimmt essen. Hat nicht auch irgendjemand mal gesagt, wenn das Fleisch konsentiertes Fleisch ist, ist es vegan? Ja, auf eine Weise. Das ist wie bei, ob man Sperma trinken darf als Veganer. Und da ist die Antwort ja, weil es der Mensch ja
im besten Fall freiwillig abgibt. Ich muss sagen, wenn du das Wort trinken in diesem Kontext verwendest, finde ich das ein bisschen abartig. Weil trinken impliziert halt so eine halbe Litermenge oder so, weißt du? Naja, schlucken, und nicht, trinken. Nicht so einen kleinen Sip. Also ich kenne echt ein paar Sperma-Geschichten, die Leute aus meinem Umfeld und so. Also manche haben jetzt echt genussvoll getrunken. Ich kenne eine Person, die das... Also ich kenne auf Umwegen eine Person, aber dann, die das aber dann sich Saft gemacht hat. Okay, ein Saft verfeinert quasi. Ja. Ja, das ist aber ja noch, war fremdes Sperma, nicht ja, das eigene. Ja, ja, aber also das ist ja für mich auch noch okay, wenn das aber eine große Menge, dann muss ich sagen, dann ja doch noch lieber von ganz vielen Leuten als gesammelt von einer Person über... Weil das gärt ja vor sich hin wahrscheinlich. Ach so, ja. Aber also wenn es ja nur verfeinerter Saft ist, dann ist das ja... Wir müssen echt mal einen ganz eigenen irgendwie Sperma-Podcast machen. Ich kann so viel erzählen, das ist unglaublich. Der große Sperma-Podcast. Nee, ich will jetzt nicht provozieren, dass ihr einen Hörerwunsch kauft, aber ich habe auf jeden Fall so ein paar Geschichten, die ich ganz gerne im Privaten erzähle, die ich wenn ich mal öffentlich zugeben würde. Okay. Aber es ist echt spannend, was ich alles gehört habe, die mich... Ich bin ja auch kein Fan davon, ja, aber ich finde es halt einfach lustig und spannend, was Menschen so anfangen damit. Deswegen finde ich jetzt Knobelessen jetzt nicht so schlimm. Die richtig Abartigen, die pflanzen sich das in den Körper ein und ziehen dann so ein hässliches Kind groß. Oh, schlimm. Ich kotze, ey. Ja, das stimmt. Mm. Wah. Naja, gut. Wer auch gerade abkotzt, ist Serdar Somuncu, der Kabarettist und Schauspieler, den ich meine Zeit lang echt gut fand und auch mal kennengelernt habe, der jetzt aber ganz groß herumposaunt, ich habe keine Lust mehr. Guck mal, ich bin auch ein Jude. Sorry. Du bräuchte mehr Podcast mit Bild, glaube ich. Sieht ein bisschen so aus, ja, das stimmt. Jetzt habe ich vor allem diesen dazu, egal. Also Leute, hier geschehen Dinge, liebe Leute. Ich habe gerade eine Kippa aufgesetzt oder so. Und dann so ein arabisches, das macht gar keinen Sinn. Ja. Ich habe gerade fünf, zum Glück sieht man das nicht, wie ich hier gerade fünf Kulturen mit einmal beleuchte. Ich schenke noch ein Hakenkreuzfahne und dann ist alles perfekt. Ja. Serdar Somuncu. Genau, nämlich der hat ja auch einen Podcast, den ich ganz gerne gehört habe mit Florian Schröder. Silbereisen. Selber Eisen wäre auch witzig gewesen. Und er wird auf Abschiedstournee gehen, weil ihm das alles so bringt viel... Bringt er sich um? Das weiß ich nicht, ob er das macht. Das wäre sehr konsequent. Mhm. Aber ihn nervt wohl die Reaktion auf Social Media Konten, die er hat. Er wurde ständig angegriffen und gehasst und so und geblamed. Und Kommentare hat keinen Bock ausstellen, mehr. Kommentare nicht lesen. Schon mal probiert. Er gibt ja auch immer einen Podcast an, damit es ihn das alles nicht interessieren würde, wenn er irgendwie aus Spaß Sachen postet, die Leute verärgern und so. Aber offenbar ist ihm das zu viel und ihn nervt das alles. Er ist, man muss sagen, ich würde es einschätzen als eingeknickt vor der öffentlichen Meinung, weil er eben nicht mehr auf der Linie ist, die den meisten Menschen zusagt. Er bekommt sehr viel Kritik auf seine Russland-Ansichten und so. Ich meine, er ist jetzt kein Pro-Putin, gar nicht. Er ist auch auf dieser irgendwie Anti-Grüne, er macht richtiges Grün-Bashing und ist auch gegen Waffenlieferungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wird dafür viel kritisiert, aber hält das irgendwie nicht aus, komischerweise. Obwohl er ja jahrelang damit berühmt war, mit Mein Kampf halt auf die Bühne zu gehen. Er hat das ja vorgelesen. Man muss aber schon auch dazu sagen, dass das, und ich werfe heute nur mit Fachbegriffen um mich, das Overton-Window ein bisschen kleiner geworden ist in den letzten Jahren. Das ist der Bereich, in dem es quasi gesellschaftlich okay ist, sich zu bewegen, ohne kontroverse Sachen zu sagen. Und dieses Fenster ist auf jeden Fall kleiner geworden. Wenn er quasi gleich geblieben ist über die letzten 20 Jahre, vielleicht, dann ist das ja irgendwo logisch, dass das jetzt mehr aneckt als vor 20 Jahren, wenn sie eben dieses Fenster halt ein bisschen schließt, was ich per se erstmal nicht so gut finde. Aber muss man natürlich Abstriche machen. Ist natürlich schön, wenn Leute bedacht werden, die Minderheiten sind oder so. Ne? Aber diese Empörungskultur muss halt trotzdem auch nicht sein. Es gibt immer so ein Hin und, also so ein Für und Wider. Ich glaube nicht, dass das Window kleiner geworden ist, ob das man sagen darf, aber ich glaube, dass man jetzt mehr Konsequenzen, also mehr, ja, das ist Quatsch, also mehr Feedback erwartet, weißt du? Also Leute, die fühlen sich jetzt, die früher sich nicht getraut haben, sich zu äußern, äußern sich eben jetzt mehr. Es gibt jetzt nicht irgendwie mehr Repressalien von der Regierung aus. Es gibt keine Strafen, nee, keine Meinungsfreiheit, die eingeschränkt ist. Nee, da geht's um sozial akzeptierte Meinungen, die nicht kontrovers sind und Äußerungen. Genau, aber das ist ja eine gesellschaftliche Entwicklung, die ich okay finde,
Du kannst es okay finden, aber du änderst nicht damit die Definition von diesem Window. Ja, genau, aber ich finde aber, dass einfach halt so, die Leute mehr ihre Meinung sagen, dass Leute eben, die marginalisiert sind, die nicht so privilegiert sind, die machen halt einfach in den Mund auf und sagen, ey, es ist scheiße, dass ihr halt Witze über uns macht. Du erklärst einfach nur dieses Fenster, aber das ändert nichts. Ja, genau, ich meine halt nur... Also, man muss das ja gar nicht werten, ja? Mhm. Vor 20 Jahren war es halt okay, sich jeden Tag Schwuchtel an den Kopf zu werfen, ja? Also, haha, wir haben auch so gesehen, naja, es war okay, so. Mhm. Wir haben uns aus Versehen die Hände berührt, haha, Schwuchtel, so, weißt du? Das war auch damals in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht wirklich ernst oder böse gegenüber Homosexuellen, aber es war halt tolerierter als jetzt. Es reproduziert ja trotzdem auch Feindbilder. Ja, wie gesagt, ich werte das gar nicht, das ist einfach mal ein Fakt, so, dass das so ist. Ja. Gerne, auch das Fenster, das wird es wahrscheinlich geben, keine Frage, aber viele tun immer so, als dürfte man nichts mehr sagen, als gäbe es ja irgendwie eine Comedy-Polizei oder als wären wir eine Meinungsdiktatur. Das ist Quatsch, sind wir nicht. Meinungsfreiheit ist eben keine keine Einbahnstraße. Mhm. Also es gibt keine Meinungshoheit, nur Meinungsfreiheit. Ja. Und Leute können dir halt widersprechen, wenn du das nicht aushalten kannst. Du kannst immer noch, also gut, hier Buddy Herbig kann immer noch Winnetou-Filme irgendwie parodieren, aber es wird eben mehr Menschen geben, die es nicht gut finden werden. Aber er hat gesagt, er würde das heute so nicht mehr machen. Nicht mehr ganz so, aber warum? Er hat auch so begründet, weil es halt eine Comedy-Polizei gäbe. Das vielleicht nicht. Aber wenn er es eben nicht aushält, kann er solche Filme nicht drehen. Und das muss man aushalten, wie ich finde. Ja, er wird halt vielleicht nicht der größte Kassenschlager dann, ne? Das ist ja auch so ein Aspekt. Ja, aber es ist ja trotzdem nichts Vorgeschriebenes, ne? Das denken halt immer viele. Naja, kommen wir wieder zu fröhlichen Sachen. Ich habe eigentlich noch relativ viele geile Sachen. Oder willst du hier noch, also hier, tschüss, Serdar zum Mundschuh, schön mit dir. Ach, ich fand... Lucy Case eh besser. Der belästigt wenigstens Frauen sexuell. Ich fand das Mundschuh immer ganz witzig, auch seinen Hassias und so. Und jeder Männer hat ein Recht auf Diskriminierung und so. Weil auch immer trotzdem einen moralischen Background hatte. Aber ich habe das Gefühl, dieser moralische Background, der verschwimmt immer mehr und verschwindet irgendwie im Hintergrund. Deswegen wird er mir persönlich jetzt nicht so krass fehlen. Ich finde es schade, dass er sich halt gezwungen fühlt, von der Bühne zu gehen, weil ich glaube, dass seine Meinung auch wichtig ist und dass man die auch gerne mal hören kann. Weil ich höre seinen Podcast ja auch deswegen, weil ich auch Gegenmeinungen hören will. Ich höre nicht nur Podcasts, die mir einen runterholen, während ich das höre, sondern auch Videos. Auch bei ihm zum Beispiel, auch Videos, mit denen ich überhaupt nicht d'accord gehe, wie das Aktuelle, was er gemacht hat. Aber ich finde es halt spannend zu hören, was die andere Seite eben denkt und was man für Argumente haben könnte. Das links aber nicht Woke-Video? Da bist du. Das fand ich nicht gut, ehrlich gesagt. Ich habe es extra Rosi geschickt und wieder erwarten war sie da sehr pro, was dieses Video angeht. Und ich bin, das haben wir auch schon genug gesagt, dass die Linken sich gegenseitig immer nur zerhackstückeln und die Rechten kommt alle her und wir akzeptieren uns alle. Ich will es auch nicht, ich will auch das ganze Video nicht schlecht machen. Es gab halt so Aspekte, die ich nicht gut fand. Ich finde diesen Typen, auf den Imp eingeht, auch unsympathisch und auch wie er da irgendwie so eine Scheiße. In, wieder in eine Rolle schlüpft und dann die Mutter von dem einen irgendwie dann ihre Brüste kommentiert, das geht halt überhaupt nicht. Den finde ich total bekloppt. Aber ich meine, wie man sich in dem Video lustig macht, so ein bisschen über Schutzräume, Safer Spaces für People of Color und für queere Menschen, das gleichzustellen mit Rassentrennung, mit der Apartheid, ist halt nicht richtig. Weil Rassentrennung war ja irgendwie von oben gesteuerte Trennungen, dass Schwarze halt hinten sitzen müssen. Ja, natürlich ist was anderes. Und ich muss auch zu Ende sagen, Schutzräume für People of Color, also die halt nicht weiß sind, die machen sie ja freiwillig. Das heißt, es gibt sowohl gemischte Yogakurse, aber eben auch Yogakurse für schwarze Menschen, die eben doch jeden Tag Anfeindungen spüren. Das ist einfach die Realität, egal was man denkt. Und wenn die halt keinen Bock drauf haben, gibt es diese Schutzräume und die sind freiwillig und haben mit Rassentrennung überhaupt nichts zu tun. Ja, aber das kann ja nicht das Endziel sein. Also mir ist es absolut bewusst, dass das ein Unterschied ist, ob das aufoktroyiert ist oder selbst entschieden, aber das kann nicht das Endziel sein. Dass es ist traurig, dass sowas geben muss, Schutzräume. Es ist kein Endziel. Es ist einfach nur traurig, dass sowas geben muss. Das wollen die ja auch nicht. Lass es uns nicht zu lang machen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, nur ganz kurz, also... Wir haben das echt schon tausendmal durchgekaut, aber... Ja, aber ich habe immer das Gefühl, die Menschen glauben, dass halt schwarze oder queere oder Flinterpersonen sich das aussuchen, sich abzukapseln, Schutzräume zu schaffen. Die machen das eben, weil sie eben ständig angegriffen werden und weil sie Beleidigungen abbekommen. Ich meine, wenn ich mal mit einem Rock durch die Stadt laufe, was ich da mir für Sachen anhören muss oder was ich für Kommentare kriege, nicht nur schlechte, auch viele gute, aber das passiert schon jeden Tag und das vergisst man, wenn man eben das nicht hat. Jeden Tag läufst du mit dem Rock durch die Stadt, Tino? Ja, nicht jeden Tag, aber gelegentlich. Nicht. Aber ich bin da, also dieses Rassentrennung-Ding ist da weniger meins, dann schon eher diese, wir machen jetzt explizite, ohne Männer Skate-Sessions oder sowas, das ist halt eher mein Metier und da sage ich mir halt auch, okay, das gibt es, weil ihr euch freiwillig dazu entscheidet, ja, aber
verstärkt das denn nicht den Eindruck von wegen, wenn ich jetzt mit Männern skaten müsste, dass das so schlimm ist? Weißt du, das reproduziert meiner Meinung nach dieses Feindbild oder wie man es auch nennen möchte. Mhm. Dabei ist das vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man einfach alle, also zumindest die Kreise, die ich kenne, da ist keiner dabei, der sich irgendwie ärgern würde, wenn da eine Frau fahren würde oder so. Nicht ärgern, das geht nicht darum. Und die würden die auch nicht dissen, die würden da hilfsbereit Tipps geben, wenn das nötig ist. Aber es scheint oft genug vorgekommen. Und das auch nicht mansplain. Aber es scheint oft genug vorgekommen zu sein, dass es eben nötig ist. Es ist halt eher... Das weiß ich halt es nicht. Es ist halt eher eine... Eben, du weißt es nicht, weil du es halt nicht erlebt hast, weil du es nicht kennst. Ja, aber ich glaube, so Schutzräume und so, was du angesprochen hast, so Flinter-Skate-Workshops, sind eben eher Reaktion auf die Wirklichkeit, zu sagen, ey, da, uns sind Dinge passiert. Aber warum geht man denn nicht einfach als geschlossene Frauengruppe zu einer, wir nehmen jetzt mal an, es gäbe einen Platz, wo halt regelmäßig jeden Tag Skater sind, dann geht man da halt als geschlossene Frauengruppe dazu, aber macht nicht so ganz sein eigenes Ding und dann hat man auch diese Stärke, ohne diese Trennung zu haben. Aber wie gesagt, da könnte ich jetzt halt auch ewig drüber reden und wir haben noch ein bisschen Sachen und ja, weil nicht alles sind ja organisiert und haben Lust, irgendwie jedes Mal sich zu organisieren und in einer Gruppe hinzugehen. Die organisieren sich ja. Das ist ja das Ding, sie organisieren sich in einer Gruppe ohne Männer, aber sie können sich genauso organisieren, mit dieser Gruppe einfach dahin zu gehen, wo alle Skater sind. Und dann haben sie trotzdem die Sicherheit. Das will man ja vielleicht. Aber es reproduziert nicht dieses, die bösen Männer, wenn wir mit denen Skateboard fahren, da pfeifen die uns bestimmt nur hinterher oder so. Ja, aber es ist auch schlimm, dass es das überhaupt geben muss. Ne? Vielleicht muss es das halt nicht geben. Das ist ja meine These. Nee, und du begründest es jetzt nur, das muss es geben, weil es das gibt. Du kannst nicht die Sache mit sich selbst begründen. Nee, aber ich begründe es damit, dass es offenbar notwendig ist, das zu machen. Ich weiß nicht, wie... Nein, es gibt Leute, die es für notwendig erachten. Aber ob es auch notwendig ist, ist eine andere Frage. Das können wir ja nicht einschätzen als nicht betroffene Personen. Ich finde es schade. Es ist schade, das sehen die ja genauso. Sie würden ja auch am liebsten wahrscheinlich in gemischte Gruppen gehen. Wir kommen ja bei einem ins Tausendste, es ist nicht so einfach. Schreibt eure Kommentare in die Meinung rein. Was auch nicht so einfach war, weil... Jetzt scrollst du schon wieder an Trump vorbei. Können wir die Larve mal ausblenden? Gerne, ich bin woanders eigentlich. Nee, ich kann auch was zu dem sagen. Nee, für wen es auch sehr schwer war, etwas zu organisieren, war Elon Musk. Denn der hat sich gedacht, Twitter zu übernehmen wird easy, wird ein Spaziergang im Park werden. Aber Pustekuchen, es ist ein Spaziergang im Park bei Regenwetter geworden, bei Blitz und Donner und ganz vielen Vergewaltigern, denn er hat jetzt seinen Rücktritt angegeben und wird Twitter nicht verlassen, er bleibt wohl irgendwie, sich um die technisches war es, genau, und jetzt gibt es nämlich eine neue Chefin, Linda Iaccarino, wird neue CEO von Twitter. Ja, da fragt man sich natürlich direkt, kann sie den Schmerz, den wir mit Twitter verbinden, lindern? Ich hoffe es. Also ich habe, glaube ich, ich habe das Gefühl, dass das Twitter es nochmal schafft. Twitter war ja so groß und wurde innerhalb von kürzester Zeit echt zu Boden geknüppelt. Und ich glaube, dass diese Person, ich kenne sie überhaupt nicht, aber ich habe die Hoffnung, dass Twitter noch so guten Ruf ausreichend hat, dass es wieder klappt. Siehst du, Tino, deswegen ist das ein Problem mit deiner Ideologie. Du siehst, jetzt ist da eine Frau in Charge, jetzt wird alles wieder gut. Nee, eine andere Person. Der hätte jetzt auch irgendwie Sailor Moon Schuh sein können. Donald Trump. Tucker Carlson. Einfach jemand, der nicht Elon Musk heißt. Und ich sag nur, Twitter hat prinzipiell die Chance, es wieder zu schaffen. Und vielleicht schafft sie es ja. Wer weiß. Aber ich kenne sie nicht. Sie kann auch so eine Republikanerin sein, die irgendwie... Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich kenne die auch nicht. Driven by industry progress, inspired by provocative leadership, plus don't mind a good pair of shoes or a great Penn State football scoreboard either. Also, provokative Führung. Da bin ich aber mal gespannt. Ja, du bist an Trump vorbeigescrollt. Der hatte diese Woche mehrere Headlines. Der hatte eine Town Hall bei CNN, die eigentlich immer mal so eher demokratisch orientiert waren. Jetzt ist das umgeschwenkt. Irgendwie ist CNN jetzt mehr republikanisch orientiert. Und die geben ihm halt einfach eine Bühne. Haben gesagt, das ist wichtig. Haben sich auch hinterher nicht wirklich entschuldigt, sondern sich gerechtfertigt, warum das wichtig ist, das abzubilden. Und das kann man ja nicht, da kann man ja nicht den Kopf in den Sand stecken. Aber es war halt kein Town Hall. Das war eine Rallye, weil da waren nur seine Anhänger im Publikum und der sagte halt, die 2020er Election war eine Lüge und so und alle applaudieren und das wird halt live ausgestrahlt so. Währenddessen die Rede von Biden irgendwie in so einem winzig kleinen Fenster in der Ecke angezeigt wird. Also ganz, ganz komisch, aber es gab nicht nur gute Nachrichten für diesen Kollegen, es gab auch die schlechte. Die hast du da vielleicht, dass er verurteilt wurde, ist wegen sexuellem Missbrauch, weil er schuldig gesprochen. Ist schon eine Weile her, da hat er sexuellen Missbrauch an einer gewissen Dame gemacht, die laut seiner Aussage not my type
ist. Das war seine, genau, seine quasi, ja, seine Rechtsprechung an diesem Fall. Ich kann es nicht gewesen sein, sie ist nicht mein Type. Wenn die besser aussehen würde, hätte ich sie sexuell belästigt. Und auch ich kenne sie überhaupt nicht. Ja. Dann sind aber Fotos von den beiden aufgetaucht, gemeinsam, wie sie halt lachen. Also eindeutige Lügen auf jeden Fall. Und er hat sie mit seiner ersten Frau verwechselt. Der hat auf einem Foto wurde gefragt, wer ist das? Und er hat gesagt, das ist meine Frau hier. Mhm. Dabei war das diese Person, die er A nicht kennt und B not his type ist. Aber wenn not his type der Type ist, den du heiratest, ist da vielleicht auch in sich nicht so ganz schlüssig. Hat Jackie Ware auch gemacht. Oder er hat seine damalige Freundin oder Frau als hässlich bezeichnet. Ja. Weil es eine Frau ist. Wahrscheinlich. Gut, haben wir jetzt auch. Aber er ist der erste Ex-Präsident, der verurteilt wird für etwas. Ist auch nochmal spannend. Er will in Berufung gehen. 5 Millionen übrigens muss er zahlen. Er will in Berufung gehen, aber ob das Erfolg hat, mal sehen. Hm. Das ging übrigens um den Lawsuit um E. Jean Carroll, wer das irgendwie nachlesen möchte. Dann noch ganz kurz angewähnt, sagen wir jetzt einfach mal, George Santos, den habe ich ja auch mal erwähnt, der zweimal gesagt hat, seine Mutter ist gestorben, eigentlich lebt sie noch, aber ne, um Political Points zu kriegen, hat er einmal gesagt, meine Mutter ist bei 9/11 gestorben und bei irgendeinem anderen Event, bei irgendeinem Amoklauf ist er auch gestorben. Und dann nochmal, genau. Ja, also der ist jetzt der hat irgendwie 20 verschiedene Charges gegen sich, das ging relativ schnell. Also das war eine gute Woche für Leute, die sich freuen, wenn Dinge zur Rechenschaft gezogen werden. Das sind alles so Dinge, wo ich mich echt frage, was glauben die Menschen, was rauskommt bei solchen Lügen? Ich meine, dass man mal irgendwie... Er ist sehr lange damit durchgekommen, immerhin. Aber öffentlich zu behaupten, der Mutter ist bei 9/11 gestorben, dann vergisst du das selber und behauptest, deine wäre bei einem Amoklauf gestorben. Was denken die sich denn? Wenn du irgendwie auf Dating gehst, ja auf einer Party bist, dich ja widersprichst, das merkt keiner, kann dir keiner nachweisen. Aber so in der Öffentlichkeit ist es schon maximal dumm. Tja. Was auch maximal dumm ist, ist, dass PewDiePie gebannt wurde auf Twitch. Ich mache hier gerade so ein bisschen einen kleinen Schnelldurchlauf, du merkst es vielleicht. Ich weiß nicht, wie sehr du Zeitdruck hast, aber ich habe mir immer gedacht, wir sollten lieber pünktlich Schluss machen, weil heute ist ja ein bisschen enger. PewDiePie wurde gebannt auf Twitch, wahrscheinlich eh wieder nicht dauerhaft, weil es halt PewDiePie. Aber der Grund dafür ist ziemlich lächerlich eigentlich. Ein alter Rerun wurde gestreamt, also nicht er selber hat gestreamt, sondern sein Channel hat halt VODs abgestreamt sozusagen. Mhm. Und zwar ein gebanntes Spiel, den Yandere Simulator. Sagt ihr das was? Ja, doch, habe ich mal irgendwo gehört. Was ist denn das für ein Spiel? Ja, das ist halt so ein typisches japanisches Schulmädchen und ja, bla. Genau, like, oh. Ja, genau. Warum kenne ich das? Die mag ich. Warum kenne ich das? Ich hätte das, glaube ich, weiß nicht mal, im Jamba-Spar-Abo oder so, der Yandere-Simulator. Jetzt Jamba-Spar-Abo vor 20 Jahren oder was? Ich dachte, da gab es auch sowas schon. Ja, aber also weiß ich, Yandere ist vielleicht, ich weiß gar nicht, was das heißt. Das ist vielleicht da so ein Wort, Yandere. Yandere, was heißt denn Yandere? Yandere-Simulator, das habe ich schon gehört. Das Wort Yandere bezeichnet einen bestimmten Charakterarchetyp, der in der japanischen Popkultur vorkommt. Als Yandere wird zumeist weiblicher Charaktertyp bezeichnet, der zu einer anderen Person eine intensive Zuneigung oder Liebe empfindet, welche häufig bis hin zur Obsession reicht. Ich dachte, jetzt der Yandere-Simulator, bei Yamba, im Sparabo oder so. Hm. Dachte ich, sowas gab es früher. Naja, also dieses Spiel ist auf jeden Fall gebannt, weil man quasi in-game wird man ermutigt, Upskirt-Fotos zu machen. Und die werden quasi als Währung da verwendet. Cool. Upskirting ist ein gutes Stichwort, denn letzte Woche wurde das ganz offiziell in Japan verboten. Die sind nämlich jetzt progressiv. Und du darfst da jetzt offiziell Frauen nicht mehr unter den Rock fotografieren. Das macht den Besuch dort auf jeden Fall weniger interessant. Ja, ja, glaube ich. Ja. Aber das ist relativ interessant, deswegen haben die japanischen Handys vor Ort, also lokal, ist das so, dass jedes Mal, wenn du ein Foto mit dem Handy machst, ist der Sound immer an, du kannst ihn nicht ausmachen. Hatte mein altes Handy auch, das Tritt-Handy vor dem hier hat auch so ein Geräusch, konnte es nicht ausschalten und musste eine extra Kamera-App runterladen, die halt still war, um halt endlich mal wieder Mädchen unter dem Rock fotografieren zu können. Es wurde Zeit. Ja. Ja. Deswegen. Nee, ich wollte irgendwie heimlich bei der Vorlesung wollte ich halt irgendwie ein Selfie von mir machen und meine damalige Freundin schicken. Und dann war so. Und ich dachte, Scheiße, habe ich ganz vergessen, dass das heute nicht ausgeht. Mhm. Nun gut. Peinlich. Dann sind wir durch fast alles durch, glaube ich, irgendwas Wichtiges. Der ESC war gestern für euch, liebe Leute. Ich habe das Gefühl, der ist alle 2 Monate. Nee, der ist heute quasi für uns, für euch gestern. Ich bin auf einer Party heute und kann es halt nicht gucken, leider.
wird auch eine Party sein, die ein Jammer. So eine Party ohne Social Media, ohne Medien und so weiter, weil es halt so eine Freimaurerparty ist, ne? Also ist so ein Geheimbund-Ding. So. Wer hat da ein Lämmlein geopfert? Bilderberg-Treffen und so, genau. Und deswegen kann ich es nicht gucken, aber dieses Jahr kommentieren zum ersten Mal für Österreich Olli Schulz und Jan Böhmermann und für Deutschland halt immer noch dieser komische... Was für Österreich? Peter Orban. Genau, weil Deutschland hat ja Peter Orban als Urgestein des Kommentars. Der hat zum letzten Mal dieses Jahr kommentiert. Und die beiden wollten das auch schon kommentieren, aber durften nicht. Bis Österreich gesagt hat, wir engagieren euch jetzt einfach für unseren Kanal und das machen die das. Und ich würde es voll gerne sehen, du musst morgen nachgucken und darf mich nicht spoilern lassen, wer den ESC gewinnt. Ist ja trotzdem irgendwie hart. Ich habe das Gefühl, jede fünfte Folge ist hier irgendwie ESC. Weil du ja... Na, weil es so als Vorentscheide gab und so vorher, jetzt waren die Halbfinals. Wir haben ja Lord of the Lost, die für uns antreten mit Platt and Clitter. Cooler Song, aber ob die gewinnen, weiß ich nicht. Wird sehr spannend jedenfalls. Und dazu habe ich noch ein wichtiges Thema. Ah ne, erzähle ich glaube ich am Schluss, wenn wir die Spotify-Playlist machen. Wir sind fast am Schluss. Ich würde hier noch ein kleines Video erwähnen wollen. Das ist einer der Top-Posts diese Woche auf Reddit gewesen. Made Me Smile ist das Subreddit dazu. Und das sollte auf jeden Fall bundesweit eingesetzt werden. Oder weltweit, noch besser. Da gab es nämlich eine kleine... Oh, hier, ich habe noch ein kleines Foto. Wieder kleiner Exkurs. Ein-Euro-Laden ist zurück. Endlich wieder ein Euro. Wir hatten ja auch hier so einen 1-Euro-Laden, wo plötzlich alles 1,10 Euro war. Das ist ja... Also das ist einfach... Die sich umbenannt haben in Euro-Shop. Eine Frechheit. Einfach. Ja. Also wer so die deutsche Sprache missbraucht, ja, 1,10 Euro Laden ist also... Egal, aber darum soll es nicht gehen. Ein anderer Laden, ich glaube, es war ein... Ich muss mal kurz gucken, aber ich glaube, das war eine Tankstelle. Eine Tankstelle gibt dir 5 Euro Rabatt, wenn du beim Reinkommen einen besonders dummen Tanz machst. Den Floss vielleicht? Na, egal welchen. Das ist dir überlassen, oder? Ich guck mal. In Deutschland? Nein, nicht in Deutschland, in Amerika. So, und dann gibt es hier so ein kleines Video, wie die alle da reinkommen und tanzen. Und stell dir mal vor, jeder Laden hätte das. Oh, das ist ja voll süß. Das würde einfach die Welt insgesamt besser machen. All diese Männer, die da rumtanzen... Kommt natürlich noch. Aber eben, warum ich eben gesagt habe, lieber nicht zu laut abspielen. Wir haben neulich Mr. Trashpack abgespielt mit Tatooine. Aha. Und der hat per Hand unseren Podcast weggeclaimed. Komplett? Komplett. Oh shit. Deswegen hier vielleicht aufpassen jetzt mit Sound. Aber er skatet da bestimmt. Hat es dann gehört, nach der ist geil, die spielen mir einen Song ab, dann hat Tino gelästert. Nee, ich weiß gar nicht, ob es vielleicht im Podcast war, den ich über Discord mit Herr Hodes gemacht habe. Ich glaube, der war das. Wir hatten auch abgespielt. Ja, aber da habe ich nicht Tatooine abgespielt. Wir haben den neuesten abgespielt und Tatooine ist halt so ein ganz alter von ihm, der richtig scheiße. Von dir mache ich nie wieder Promo für ein Lied. Also kein Podcast mit mir, sondern der von euch beiden wurde geclaimed. Ja. Also ist mir egal. Ja, es ist halt witzig. Also ich habe das auch irgendwo reingepostet. Es steht halt wirklich da per Hand. Wurde das gemacht und nicht automatisiert. Das war ein Podcast, der halt nicht für die Ewigkeit gemacht worden ist. Das ist einfach so ein Moment gewesen. Ja. Der Moment-Podcast wäre auch ein Konzept, oder? Ein Podcast, der echt nur hörbar ist, einmal nur einen Tag lang, dann wieder verschwindet. Ja, wie quasi wie ein Gespräch dann einfach. Wie ein Gespräch. Das ist ja eine richtig revolutionäre Idee, du. Wie Fernsehen früher, wenn du deine Sendung verpasst hast, gab es keine Mediathek oder so. Hast du das verpasst? Ja, doch. Instagram-Story-Posts, die eine Stunde lang gehen. Genau. Und quasi. Podcast. Und live sind. Das ist der Wahnsinn. Ja, danke. Ich sehe die Leute schon am Handy sitzen vor Freude. Hast du noch mehr News für heute? Nee, reicht. Verpiss dich. Reicht auch. Noch gehe ich nicht, aber ich muss pissen. Aber jetzt noch nicht. Spotify-Playlist, lieber Robin. Mhm. Und zwar, ich habe es angekündigt, der ESC ist ja für mich ein riesiges Ding. Mhm. Und... Ja. Es ist so, dass Böhmermann hat einen Song gemacht, der heißt Alem... Oh, ich muss nachgucken, wie der heißt. Das ist Französisch, kann ich mir nicht merken. Schön petit pit. Allemagne zero points. Allemagne zero points. Ne? Also Deutschland null Punkte quasi auf Französisch. Für unsere deutschen Zuhörer nochmal übersetzt. Gerne schön. Und der ist richtig nice. Tue ich aber nicht in die Playlist rein, keine Sorge, der ist schon bekannt genug. Jedenfalls wird ihm aber jetzt zur Last gelegt, dass er geklaut ist, der Song, inhaltlich. Mhm. Und das Original, in Anführungsstrichen, ich glaube es nicht, weil die Songidee ist jetzt nicht wahnsinnig innovativ, glaube ich, wenn du überlegst, ich mache einen satirischen Song über den ESC, da wird dir halt als erstes einfallen, ich mache einen, dass wir ablosen jedes Jahr. Mhm. Auf die Idee kam auch schon eine TikTok-Person, ich weiß nicht, was für Pronomen sie hat. Na toll. Kuremi, wir werden Letzter.
habe ich jetzt in die Playlist reingepackt und er ist echt toll, echt super und den tue ich für euch in die Playlist rein. Mhm. Koremi Gaya ist mir dann doch lieber. Ich Koremi Gaya kennst du, hast du schon mal gehört. Egal. Ach so. War ein Wortspiel, hast du nicht verstanden, war witzig. Ich mache natürlich einen Song von Otto rein. Ja, bitte. Falls der auf Spotify überhaupt zugegen ist. Arschgesicht vielleicht. Also wir haben Grund zum Feiern, das ist halt der einzige, den ich jetzt gerade da habe. Und von dem weiß ich halt, dass Leute den auch okay finden. Ich kann mal kurz gucken, wer den geschrieben hat. Mach mal. Vielleicht steht da sogar Otto. Auf jeden Fall Billy Joel, das ist der Originalautor. Guck mal, Okko. Okko hat den. Okko Becker. Okko Becker, Lorenz Westphal und Bernd Eilert wieder. Also Bernd Eilert ist einer seiner Autorenteams. Tja. Siehste, hat keiner schreit selbst nach Bernd. Wir machen Bernd wieder groß. Der andere Bernd war übrigens in Weimar. Bernd Höckig war auch, ich hab ihn gesehen tatsächlich, auch von weit im Zug. Ich habe einen kleinen Stream gemacht von Bernd mit ganz schlimmem Audio. Also es ist ganz komisch, mein Handy ist einfach einwandfrei, aber sobald ich auf Twitch streame, knistert es nur noch. Egal. War ein Event. War lustig, also es war spannend. Man hat nichts gehört von dem, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, ob die Leute, die vor Ort, also die haben ja für die Wir sind keine Nazis, aber Leute, haben sie ja in der Mitte vom Theaterplatz einen Safe Space geschaffen. Ja, ja. Damit die nicht mit den bösen anderen Leuten reden müssen, die anderer Meinung sind. Und um diesen Safe Space herum war eine Polizeibarrikade und dahinter waren dann die anderen Bürger Weimars, die deutlich in der Überzahl waren. Die haben aber leider von der Rede nichts gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht... Das war ja Absicht, weil man muss ja Krach machen. Also es gab ja Dudelsack wurde gespielt, Dudel gegen Dödel quasi. Und Pfeifen, ganz viel geschrien und skandiert. Und das Coole war, dass Höcke sich dachte, boah, am Tag der Befreiung eine Rede halten vom Deutschen Nationaltheater, was ja geschichtsträchtig ist, ja. Und vor Goethe und Schiller vom Denkmal, das wird so geil aussehen. Pustekuchen, das Theater ist nämlich auch sehr linksgrün versifft und die haben halt Regenbogenfahnen aufgehangen überall, alles mit Gold verziert, weil das Motto Goethe war... Goethe und Schiller war abgehangen. Genau, das Motto war nämlich Gold statt Braun, war das Motto. Und sie haben Goethe und Schiller abgedeckt mit einer goldenen... Aber es war nicht das DNT, es war die Klassikstiftung, die durften sich nicht politisch äußern, okay, aber durften das Denkmal abhüllen in Gold. Und so hätten die quasi nur Fotos gehabt mit Regenbogenfahnen und Gold. Hätte nicht gut ausgesehen für Bernd Höcke. So mussten die quasi leicht versetzt werden. Und da war im Hintergrund dann Italiener und ein Dönerladen und eine eklige, hässliche alte Ecke. Also haben die keine schönen Fotos bekommen. Das fand ich richtig toll. Warum eigentlich Gold? Hat das irgendwie eine genauere Begründung? Wurde mir auch noch nicht erklärt, aber auf jeden Fall wird dann an dem Tag, wenn der Paschus... Buntstadt braun wäre für mich halt irgendwie naheliegend, ne? Weiß ich nicht, aber Gold ist halt so, nochmal, diese goldenen Decken, die dann überall ausgehangen werden. Das ist richtig, aber es gibt auch bunte Decken. Ja, aber das Gold... Das kann für mich keine Erklärung sein. Aber kannst du vielleicht mehr auf Gold einigen, weißt du? Und Gold ist vielleicht einfacher auch sich zu... Also Gold ist ja meistens gleich. Hm. Und wenn du bunt hast... Die Welt ist ja immer irgendwie bunt, weißt du? Ich will an sich nur die Anekdote kurz erzählen. Ich war dann 2 Tage später noch beim Bauhausmuseum und habe gesehen, wie einer vom Bahnhof kommend über den Platz gelaufen ist. Und da war an diesem kleinen Kasten, der so aussieht wie das Bauhausmuseum, nur ein kleinen, ja, dieser Touristenkasten oder was auch immer, da hing auch noch so eine halbe goldene Firlefanz-Sache dran. Und er ist richtig sauer dahin und ist da hochgesprungen, hat versucht, das abzureißen. Hat nur so einen kleinen Fetzen abbekommen und ist dann ganz wütend mit diesem Fetzen in der Hand. Und das große Ding hing noch dran. Und mit diesem Fetzen ist er dann da langgelaufen. Und dass Leute halt so eine Aggression gegenüber von einem Stück Plastik entwickeln können, das ist so witzig für mich. Ja, ja. Dass die so getriggert sind, weil da was Goldenes hängt, das ist so großartig. Aber teilweise, was da auch für Gestalten einfach waren, da war so eine, also auf der Demo, da war so eine mit dem Rollator, so eine Oma mit dem Rollator, wo links und rechts die Deutschlandfahne dran war und so. Das war einfach so witzig. Aber auch halt Russland fahren wieder, ne? Und wenn die sagen immer, die werden halt nicht auf keiner Seite, die wollen nur irgendwie Frieden haben. Nee. Aber sie auf den Demos nur Russland fahren. Es gab so eine Fusionsfahne, eine Fahne, die fusioniert Deutschland, Russland und eine Friedenstaube. Sind wir denn im Krieg mit Russland gerade? Nicht, das wüsste. Ich auch nicht. Es gab auch Reichskriegsfahnen, die abgewandelt waren. Nicht 1:1, aber es wurde so abgewandelt, dass es halt legal ist. Was darfst du eigentlich, glaube ich, gar nicht schwenken. Und es gab vor allem belgische Fahnen. Hast du es gesehen? Nee. Einer hat eine belgische Fahne, die ja quasi die gleiche ist wie Deutschland quasi. Ja, aber meinst du nicht nur die verkehrt rumme Deutschlandfahne? Nee, die meine ich nicht. Nee, nicht belgisch, war noch eine andere. Nicht schwarz-rot-gold, war noch eine schwarz-gold-rote irgendwie. Eindeutig habe ich auch fotografiert. Die wissen einfach vergriffen nicht, wie die Deutschlandfahne aussieht. Das kann alle sein. Einfach nicht so helle. An sich vergriffen. Irgendwie waren es verkehrte Farben, das fand ich echt witzig. Na gut.
müssen noch die Woche bewerten. Ach, drin. Stimmt. Boah, da muss ich direkt nochmal gucken. Es ist jetzt auch nicht der absolute Wahnsinn, aber... Nicht. Ey, aber ich habe das nicht vertieft. Ganz kurz nochmal. Ohne Spaß jetzt, ja? Wenn jeder Laden dir einen Euro Rabatt geben würde, wenn du tanzend reinkommst, das würde die Welt besser machen. Da bin ich fest davon überzeugt. Das wäre ein ganz anderer Vibe überall in der ganzen Stadt, Alter. Das gibt die virale... Den viralen Barack Obama. Für... Ihr braucht noch ein Gegenstück zu Hitler. Ist Obama ja auch nicht wirklich. Merkel. Den goldenen Merkel bekommt diese Woche dieses Video und Menschen, die tanzen in der Tankstelle. Ja. Ja, aber wenn ich jetzt hier so durchgucke, ist also für mich waren witzige Sachen dabei, aber im großen Rahmen ist das jetzt nichts, dieses Juden kontrollieren alles und dieses er lutscht an einem Zeh, das ist halt sehr witzig. Das war auch schon länger her mit dem Juden kontrollieren alles, das habe ich schon vor Wochen gesehen, das Video. Okay, na gut, dann müssen wir es rausnehmen, weil das ist diese Woche auf jeden Fall viral gegangen nochmal. Es gab ein bisschen mehr, es gab auch noch eine Explosion, irgendwie wieder bei dem Reichsbürger und so, aber habe ich jetzt mich nicht Auch in den letzten 7 Tagen wieder 20 Attentate und Amokläufe in Amerika, aber das interessiert ja keinen mehr. Nee. Deswegen, ich würde sagen, wir gehen auf eine 4. Weil ja. Trump und George Santos wurden verurteilt, finde ich gut. Und Tears of the Kingdom, wir geben eine 96,4 von 10. Gerne. Und wenn der jetzt beim ESC Deutschland in den Top 3 kommt, ich calle, wir werden so Platz 15. Mhm. Deutschland mit Lord of the Lost. Von wie vielen? Weiß nicht, so 30 oder sowas? Bin ich nicht ganz sicher. Mittelfeld, das ist ja schon echt mutig von dir. Gut, dann höre ich jetzt Musik. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis nächste Woche. Musik statt Krieg. Genau, wascht euch. Wascht euch. Hört unsere Brennholz-Untermusik-Playlist bei Spotify. Ja.